Es ist ein Skandal, bei dem es um dieses Haus, um eine Firma und um diesen Mann geht. Bundesverkehrsminister AD Günther Krause. In weiteren Rollen ein ehemaliger DDR-Innenminister und eine geprellte Unternehmerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Exklusiver Interviewtermin mit Günther Krause, hier mit Hut. Krause muss sich diverser Vorwürfe erwehren. Anwalt Peter Michael Distel will ihm zur Seite stehen. Es geht um Insolvenzverschleppung, Bankrott und Betrug. Wie unangenehm ist Ihnen denn die ganze Situation? Wissen Sie, lass mich antworten, Günther. Mach du. Sehr unangenehm. Das kann ja nicht sein. Du bist ja, also es ist ja, Herr Müller, wenn ich das so sagen darf, peinlicher geht's gar nicht. Ja. Krause wohnt mit Ehefrau Heike in einem Kaff in Meckpomm. Auf 350 Quadratmetern, inklusive Schwimmbad und Sauna. Gehört alles Krauses, ohne dass sie dafür auch nur einen Cent bezahlten. Die Vorbesitzerin des Hauses, Waltraud Schustak, hatte vor einem Jahr eine Maklerin beauftragt, das Anwesen zu verkaufen. Für eine 500.000. Ein scheinbar solventer Kunde war schnell gefunden. 2 oder 3 Tage später rief sie mich dann schon an und sagte dann, das ist aber Krause. Aha. Ja, Günther Krause. Ich sag, sollen wir das jetzt was sagen? Also ich muss jetzt wirklich so sagen, ich habe es in dem Moment nicht gewusst, wer er ist. Naja, jedenfalls haben wir den Termin dann gemacht und die traten dann auf und hatten gleich ihre Hausschuhe mit. Dann kam er ins Kaminzimmer rein. Das ist ja toll, das ist ja super. Und dann ging er noch eine Treppe weiter runter, da war dann der Wintergarten und Heike, das nehmen wir. Vor 28 Jahren machte Krause Geschichte, verhandelte mit Wolfgang Schäuble die Wiedervereinigung Deutschlands. Dass Krause nach diversen Affären wegen Betruges zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, weiß Hausverkäuferin Schustak nicht. Sie glaubt an den Ehrenmann und seine Versprechen. Er hat immer wieder betont, ich brauche keine Bank, fahren Sie mit mir in die Schweiz, das können wir alles bar regeln, oder arbeiten Sie für Schäuble. Ich sage, ich bin ein ganz normaler DDR-Bürger. Bei mir heißt es Geld auf dem Konto, dann gibt's Schlüssel. Leider habe ich mich an den eigenen Grundsatz nicht gehalten. Denn obwohl der Kaufpreis nicht auf dem Konto der Notarin eingeht, wird der Verkauf beurkundet. Als Käuferin steht Frau Krause unter dem Kontrakt. Als das Geld 10 Tage später noch immer nicht überwiesen ist, beruhigt der Ex-Politiker, dass sich die Auszahlung nur um einige Tage verzögern wird. Dann drängelt Krause weiter, will schnell in das nicht bezahlte Haus einziehen. Statt Bares bietet er Rares. Ein angeblich wertvolles Aktienpaket soll die Schustaks milde stimmen. Dann hat Frau Schustak eine Vereinbarung und Herr Schustak mit meiner Frau unterschrieben, wo drin steht, die Zahlung des Kaufpreises wird noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Das steht da drin. Zweiter Fakt, wir übergeben ihr 500.000 Aktien zum Nennwert $10 pro Aktie. Ein 5-Millionen-Dollar Aktienpaket. Haken an der Sache? Man muss fest daran glauben, dass man dafür Geld bekommt. Frau Schustak hat noch Kopien der dubiosen Papiere. Was gefunden? Meinst du das? Ja, genau. Ich lasse den Rest von der Miete. Bis jetzt fand ich mal ganz so hübsch, ne? Weniger wert ist es auch nicht, weil es sowieso keinen Wert hat. Da hat er mir gesagt, im September, Oktober, also die sind ab Dezember ganz viel wert. Ich soll da ganz doll drauf aufpassen. Und nun habe ich aber noch nicht mitgekriegt. Ich bilde mir ein, wenn die Aktien wert hätten und er was verkaufen könnte, hätte er sich die Peinlichkeit, die heute für ihn eigentlich da ist, doch wohl selber erspart und hätte gesagt, ich bezahle jetzt, aber ich verkaufe schnell ein paar Aktien. Aber wer will schon Neutrino-Aktien? Chef der Neutrino GmbH ist Holger Thorsten Schubert, ein verurteilter Betrüger, gegen den derzeit mehrere Ermittlungsverfahren anhängig sind. Dass der Schein trügt, wird an der Firmenadresse deutlich. Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße in Berlin, ist nichts als ein virtuelles Büro bei der Firma Regus. Wir möchten zur Neutrino. Das Konzept von Regus ist, dass sie Büros oder eine Büroadresse vermieten. Das ist korrekt. Das heißt, die Firma muss hier gar nicht sitzen, sondern sie hat eine repräsentative Adresse in Berlin. Das ginge auch, ja. Okay, und so könnte das auch bei dieser Firma der Fall sein? Das könnte der Fall sein, aber ob das so ist, sage ich Ihnen nicht. Krause und seine Partner wollen aus Neutrinos, das sind Elementarteilchen aus dem Weltall, so viel Energie gewinnen, dass alle Probleme der Menschheit gelöst sind. Mit Hilfe von Alufolie sollen die Teilchen in Strom verwandelt werden.
Es wäre wie ein Perpetuum mobile, das erste in der Geschichte der Physik. Das Patent ist schon mal angemeldet. Deshalb bin ich sicher, absolut sicher, dass wir in Kürze natürlich diese erneuerbare Energie als Grundlast zur Verfügung stellen werden. Haben Sie das verstanden, Herr Dr. Distel? Ich bin mit durchschnittlichen Leistungen in der Physik durchs Leben gegangen. Ich bin sehr skeptisch, ich bin sehr altmodisch und ich höre meinem Freund Günther mit großer Begeisterung und völligem inhaltlichen Unverständnis zu. So wie Krauses Anwalt geht es auch Professor Kowalski. Er ist Experte für Neutrino-Astronomie. Zum besseren Verständnis der Materie hat Krause Spiegel TV ein Schreiben mitgegeben. Naja, es fehlt mir die wissenschaftliche Basis. Es ist Charlatanerie. Also jeder, der da Geld investiert, sollte davon ausgehen, dass es mittelfristig komplett verloren ist. Eine Sorge, die Waltraud Schustag auch irgendwann beschleicht. Über Monate wird sie von Krause hingehalten. Mal sind es Widrigkeiten in der arabischen Bankenwelt, mal Probleme bei der Auszahlung. Das Geld habe ich erst am Mittwoch, fahre Mittwochmittag in Richtung München. Es bleibt bei der Absprache schön arm, Familie Krause. Die Überweisung wird noch in dieser Woche von mir erwartet. Die Barmittel sind am Mittwoch verfügbar. Und. Leider. Der hat ihn immer wieder... Ja, jede Woche. Immer so oft, wie ich dann allerdings reagiert habe. Also nicht jedes Mal von alleine, sondern ich schrieb dann immer wieder, es ist wieder Freitag. Leider wieder kein Geld eingegangen und dann kam eben wieder die Info, ja, aber am Dienstag, es dauert noch ein bisschen. Güteverhandlung am Landgericht Neubrandenburg. Frau Schustag will endlich ihr Haus zurück. Familie Krause bleibt dem Termin persönlich fern. Zur gleichen Zeit lässt die Staatsanwaltschaft das nicht bezahlte Haus der Krauses durchsuchen. Das Ergebnis der Verhandlung dürfte Günther Krause nicht gefallen. Er hat bis Ende März Zeit, das Haus zu bezahlen. 500.000 Euro auf den Tisch oder Auszug. Der Reporter glaubt nur an Letzteres. Das heißt, wir müssen jetzt ausziehen aus dem Haus? Nein. Warum sollen wir ausziehen? Nein, der Vergleich sagt was anderes. Der Vergleich sagt, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Klägerseite das Geld bekommt und dann die Sache erledigt ist. Das heißt, Frau Schustag bekommt bis zum 27. März das Geld? Ja, natürlich. Übrigens, am Zahltag hat Günther Krause noch einen weiteren Termin. Vor dem Amtsgericht Potsdam muss er sich in einem anderen Fall verantworten, wegen Insolvenzverschleppung und Bankrott.